Du hast immer wieder Nackenprobleme oder wachst morgens auf und hast immer Verspannung, bis du dich richtig bewegen kannst. Ganz, ganz verbreitetes Problem. In diesem Video erfährst du, wie du das vermeiden kannst, dass es gar nicht dazu kommt und was du dagegen tun kannst, wenn es schon soweit ist. Ja, und jetzt zum Thema, wie schläfst du denn am besten, um keine Nackenschmerzen zu bekommen oder sie im Schlaf wieder loszuwerden? Und bitte, Ina zeigt uns, wie man so schläft, nämlich in Rückenlage. In Rückenlage passiert nämlich genau das, dass diese Überstreckung, die beim täglichen Schreibtisch sitzen, sich immer wieder rein brennt in die Muskulatur und in die Faszien, dass die schön aufgelöst wird in der Nacht. Und natürlich bewegt man sich nachts und man legt sich auch mal auf die Seite. Und dann, wir tun mal so, als ob das ein Kissen wäre, das liegt dann bereit und dann legt man sich einfach im Schlaf schön auf die Seite, dass der Kopf ein bisschen abgestützt ist. Bitte in der Seitenlage immer darauf achten, dass die Beine gerade sind, vielleicht ein Kissen oder irgendwas Weiches zwischen die Knie legen. Ja? Also das ist die optimale Lage in der Rückenposition. Geh wieder auf den Rücken bitte. Weil jetzt der Boden schön die ganze Wirbelsäule in eine Linie bringt, zumindest in Tendenz in diese Linie, um die zu große Überstreckung im Nacken zu beseitigen, ganz nebenbei im Schlaf. Was du bitte niemals tun darfst, das ist die Verwendung einer sogenannten Nackenrolle. Das fühlt sich zwar super gut an, aber warum fühlt sich das super gut an? Weil es genau die Überstreckung ist, die man tagsüber in der schlechten Haltung am Schreibtisch einnimmt. Also der Körper wird wieder geschmeichelt, er wird geschont, er wird sozusagen, ja, gestreichelt ist das beste Wort, in dieser Überstreckung. Und das darfst du nie tun, obwohl sich's gut anfühlt, weil damit kippst du Benzin ins Feuer sozusagen. Deine Nackenschmerzen werden keine Chance haben. Also immer schön so den Kopf ablegen. Und jetzt noch ein Spezialtipp. Du kannst auch in die Bauchlage gehen. Wenn du in die Bauchlage gehst, dreh dich bitte mal um, Ina. Jetzt musst du ja, da du nicht mit der Nase aufliegen kannst, ja, musst du den Kopf seitlich drehen. Und das ist wunderbar, weil wenn du ihn seitlich drehst, dann werden genau die Muskeln schön gedehnt, die sowieso auch im Zusammenhang mit dem verspannten Nacken zu kurz und zu angespannt sind. Und da wechselst du einmal in der Nacht meinetwegen oder immer wieder, wechselst du auf die andere Seite und du kannst auch den Winkel deiner Kopfdrehung schön einstellen. Wenn du einen Arm unten hast und einen Arm hier, ist der Winkel nicht ganz so extrem. Ich nehme mal beispielsweise, Ina, den Arm da auch runter, dann ist der Winkel etwas extremer. Nimmst du jetzt den Arm noch hoch, ist er noch extremer. Du siehst, du kannst also deine Dehnungsposition für die Halswirbelsäulen, umgebende Muskulatur wunderschön einstellen, dass du richtig gut schlafen kannst und im Schlaf deinen Nackenschmerzen vorbeugst oder sie sogar beseitigst. Übrigens fast genauso schlimm wie das eben gezeigte Beispiel mit der Nackenrolle ist das Schlafen auf dem normalen Kissen, was viele Menschen natürlich praktizieren. Warum ist das so schädlich? Weil das Kissen die Halswirbelsäule und den Kopf nach vorne drückt, wodurch der Rücken rund wird. Also der Rundrücken wird damit hervorgerufen und verstärkt und du solltest eigentlich jedes Kissen weglassen. Das würde dir am Anfang nicht gelingen, aber es ist schon ein Vorteil, die Kissenhöhe immer weiter zu reduzieren, bis es dir irgendwann ganz, ganz leicht fällt, entspannt ohne Kissen zu schlafen. Ina, nimm schon mal in die Hand und dreh bitte erstmal nochmal gerade den Kopf, dass man es genau nachvollziehen kann. Du sitzt erstmal gerade, jetzt drehst du den Kopf leicht nach rechts, 45 Grad ungefähr, und senkst ihn ab, so weit wie das geht. Und jetzt wird hier dieser ganze Bereich, mal die Haare ein bisschen weg, dieser ganze Bereich wird sichtbar. Und hier hinter dem Ohr, etwas drunter, ist ein Knochen, den du deutlich spürst. Und dort fängst du an mit der Mini-Rolle. Du setzt sie dort an, sodass sie auch 45 Grad ungefähr steht, also in der Mitte zwischen diesem Winkel von hinten und dem Winkel ganz von der Seite, genau in der Mitte dazwischen. Und da rollst du jetzt mit ganz viel Druck nach unten, fang schon mal an, Ina, ja, rollst immer mehr nach unten und guckst, dass die Rolle genau hier diesen Strang, wo ganz viele Verspannungen drin hängen, dass das schön weich gerollt wird. Dann rollst du bis unten weiter,
bis du die Kraft hast. Irgendwann wird die Kraft zu wenig, dass man nicht mehr gut rollen kann. Und das machst du ganz langsam, vielleicht 2-3 Mal auf der einen Seite, 2-3 Mal auf der anderen Seite. Und ich freue mich, dass du wieder bis zum Schluss dabei warst. Wenn du tagsüber dazu tendierst, Nackenschmerzen zu entwickeln, wegen Bürojob oder sonstigen Belastungen, dann findest du hier Übungen, die dir helfen können.